Hallo, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier ist euer Herzchef Kaps. Ich wollte zeigen, wie man eine Pizza zu Hause selbst machen kann. Ich möchte gerne die Zutaten vorstellen. Da sind die Pizzateig, besteht aus Mehl, Hefe, Trockenhefe, Wasser, Olivenöl und Salz. Der Rezept ist 1,5 Kilo Mehl, normal Mehl 405, 800 Gramm lauwarmes Wasser, 20 Gramm Hefe, 20 Gramm Hefe, ein Esslöffel Salz und ein Esslöffel gute Olivenöl. Die Rezepte schreibe ich nach hier hinter die YouTube bei meiner Beschreibung. Das sind selbstgekochte Tomatensoße, das ist die Pizza, das ist die Ananas, das ist der Thunfisch, das ist normal 405 Mehl, das ist die Mais, das ist die Tomate und Rettzwiebel, das ist Paprika und Champignon. Und dann wollte ich auch zeigen, wenn du Pizza backen zu Hause bestellst, kaufst du mal Trennfettspray und davon brauchst du kein Backpapier. Und dann sagst du, wie man das kühlen kann. Von dem hier kannst du alles mit Kekse und Brot alles backen, dann die Backfläche oder die Backform wird okay sein. Dann brauchen wir nicht mehr Mehl abbestäuben. Ich zeige das, wie man die Pizza rollen, das den Teig mit Mehl auf den Tisch bestäuben. Diese Pizza, was ich mache heute, ist eine Thunfischpizza. Und dann nachher geht auf den Backblech hingelegt und vorher den Ofen auf 180 bis 200 Grad vorhitzen. Okay, das war's. Jetzt die Pizzateig, ich lege es auf dem Blech rauf. Okay, für meinen diese Pizzateig, ich habe normalen Mehl und dann Roggenmehl benutzen. Deswegen der Teig ist ein bisschen anders aus. Aber normalerweise es geht mit 0,405 Mehl, die Flour. So, das ist es. Und dann will nachher mag die Zutaten drauf.